Sie hofft auf die stark gefährdeten Kammmolche. Umweltwissenschaftlerin Steffi Gansbühler hat am Vorabend Fallen ausgelegt. Nichts. Der Kammmolch gehört zu den hochgradig bedrohten Arten und ist jetzt im Allgäu auch auf dem Abwärtstrend. Wir wollen den Bestand erhalten, den wir jetzt noch haben, aber der beste Fall wäre es, wenn man eben den Bestand steigert. Doch um Maßnahmen zu ergreifen, muss man wissen, wo die Tiere sind. Schade, auch wieder nichts. Das Projekt Arche Noah will dem Kammmolch hier Archivaufnahmen auf die Beine helfen. Ihm und weiteren 13 Tier- und Pflanzenarten. Träger sind Landschaftspflegeverband Unterallgäu, Bund Naturschutz und Landesbund für Vogelschutz. Ein Jahr begleiten wir das Vorhaben, das Steffi Gansbühler betreut. Die Natur ist einfach so einzigartig und ein Geschenk für jedermann. Und ich würde gerne einen Beitrag dazu leisten, dieses Geschenk, sag ich mal, zu erhalten und meine Wertschätzung dafür so zu zeigen. Immerhin Frösche fühlen sich in dem Tümpel noch wohl. Und unter Wasser entdeckt Steffi Gansbühler schließlich doch Molchlarven. Aber immer länger werdende Trockenperioden und Verlandung durch Überdüngung setzen dem Gewässer und damit dem Kammmolch zu. Ja, also wie man hier eben sieht, das ist einfach ein Zustand, der ist sehr schlecht. Der Kammmolch braucht Licht, vor allem eher die Larven, dass sie sich entwickeln können. Und was er auch braucht, Schwimmpflanzen, Vegetation. Und das ist auch hier fast nicht mehr möglich, weil einfach der ganze andere Rest schon so zugewachsen ist, kann sich da gar keine Schwimmpflanzen mehr richtig ansiedeln. 6 Monate später. Wenn die Molche im Gehölz außerhalb des Tümpels Winterschlaf halten, ist die Zeit für Maßnahmen. Wichtig ist die Zusammenarbeit mit Landwirten. Sie haben die nötigen Maschinen und sind oft Eigentümer entsprechender Grundstücke. Der Schlamm muss raus und zu dichter Bewuchs weg. Landschaftsökologin Juliane Matejka koordiniert die Arbeiten. Wird jetzt da der ganze Teich ausgebaggert? Nee, also wir baggern jetzt ungefähr die Hälfte raus, weil in dem Schlamm zum Beispiel auch viele Insektenlarven überwintern. Und wenn wir das jetzt alles rausnehmen würden, dann würden wir die ja alle rausbaggern. Und so haben die halt die Chance, in den nächsten Jahren dann den Teil wieder zu besiedeln. Und dann sind die wieder da und dann wird halt in 1 oder 2 Jahren wird dann der Rest auch noch rausgebaggert. Der Aushub wird in der Nähe zwischengelagert, damit die Insekten darin auch noch zurückwandern können. Uns hat überrascht, dass gerade so viel Wasser schon drin ist, weil man sieht gleich, es bringt was. Es macht immer erst den Eindruck, als würde man irgendwas kaputt machen. Aber es braucht einfach seine Zeit, bis sich das dann wieder schöner wird. Nach ein paar Jahren Regeneration soll der Tümpel aussehen wie dieser Weiher. Seerosen, besonnt, tief genug. Hier fühlen sich auch Azurjungfern wohl. Ganz wichtig, keine Fische, die die Larven fressen. Paradiesische Zustände aus Kammmolchsicht. Trotzdem, in etwa 50 untersuchten Gewässern hat Steffi Gansbühler bisher nur 10-mal Kammmolche gefunden. Die Hoffnung ist, dass überhaupt einer drin ist. Weil in der Regel ist es tatsächlich eher selten. Also das ist schon oft eher, dass wir gar keinen Molch haben. Oder wenn Molche, dann Bergmolche. Aber der Kammmolch ist schon äußerst selten, dass wir den in der Falle haben. Deshalb ist es jedes Mal spannend. Und da sind ganz viele drin. Da sind sogar 3 Stück drin, 3 Weibchen. Und das sieht man eben jetzt ganz gut an diesem gelben Streifen. Aha. Und der hat eine helle Kloake. Ja. Ja? Ja. Das ist ein Männchen. Der Kamm ist ja eigentlich schon fast zurückgebildet oder eigentlich kaum mehr vorhanden. Und hier sieht man es auch an der Kloake ganz gut, die ist auch dunkel. Das ist ein Glücksgefühl, ja. Dass man dann mal so viele Kammmolche sieht und fängt, das ist natürlich schon ziemlich außergewöhnlich. Also da schlägt das Biologenherz auf jeden Fall höher. 12 Exemplare sind es heute. Doch zur Freude gesellt sich Sorge. Der Biologe Michael Schneider macht einen Hautabstrich zur späteren Analyse an der Uni Trier. Seit 2020 existiert eine neue tödliche Bedrohung für Molche. Das ist der Salamanderfresserpilz, der kommt aus Asien, kam über Amphibienhandel nach Holland. Da hatte dann jemand keine Lust mehr auf seine Amphibien, hat die in den Teich geschmissen. Und von dort hat dann diese Krankheit sich verbreitet. Bei Tieren in der freien Natur kann man gar nichts machen. Man kann nur auf die Evolution hoffen, nämlich dass sich
natürliche Resistenzen bilden. Um die Tiere zu stärken, sind möglichst schnell mehr intakte Gewässer nötig, in denen sich der Kammmolch wohlfühlt, nicht nur ein paar einzelne Zufluchtsorte. Der Schlüsselbegriff heißt Biotopverbund. Damit will das Archinoa-Projekt auch neuen Tagfalterarten helfen. Isolation von Biotopen gehört zu den Hauptursachen des Artensterbens. Dichte Gehölze etwa sind Barrieren. Über offene Bachläufe hingegen können sich Schmetterlinge verbreiten. Doch hier hat der Landwirt bis an den Bachrand gemäht, bis hin zum Grenzpflock seines Felds. Prinzipiell ist es sinnvoll, wenn man nicht bis ans Gewässer ranmäht. Also es wäre immer schön und man könnte so viel tun, wenn man einfach diesen Streifen erhält, weil es einfach Trittsteinbiotop, ein Wanderkorridor für ganz viele Insekten ist. Maat ist grundsätzlich schon gut. Man will das haben, aber zur richtigen Zeit, nämlich im Herbst. Wenn man nicht mäht, dann würden diese Schwarzerlen dann irgendwann mal groß werden und dann hätte man hier nicht mehr diesen offenen Uferränder. Also aber während der Flugzeit der Falter ist es natürlich blöd zu mähen, weil dann mäht man halt die Futterpflanzen ab oder man schadet auch den Raupen. 4 Monate später haben sich die Insekten in den Boden zurückgezogen. Mähen, aber richtig. Darauf achtet der Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Unterallgäu, Jens Franke. Also wir setzen diese Doppelmessertechnik ein. Da wird das Mähgut geschnitten und nicht abgeschlagen und zerstückelt. Gut sind auch diese Kufen hier dran, die kann man auf dem Boden aufsetzen und eine Höhe einstellen. Wenn ich mit dem Gerät jetzt über die Uferböschung mähe und da steckt noch ein Fröschlein drin, dann fährt er einfach da drüber und dem Frosch passiert gar nichts. Und das hier ist dann der Bandrechen, den braucht man dann, um das Mähgut herauszutransportieren, dass die Nährstoffe von der Böschung runterkommen. Damit die Böschung mager wird, dann entsteht mehr Blütenvielfalt und das fördert wiederum auch unsere Insektenwelt. Schlecht für die Insektenwelt hingegen ist dieses Gerät, mit dem viele Gemeinden arbeiten, der sogenannte Mulcher. Der Mulcher ist ein rotierendes Gerät mit Schlägeln, die das Gras, den Aufwuchs, abschlagen und in ganz kleine Stücke zerteilen. Also wenn wir uns das hier anschauen, so, und das bleibt dann praktisch als Mulchpackung auf der Böschung liegen. Alles, was da drunter ist, wird ausgedunkelt und kann nicht mehr wachsen. Und wir wollen eigentlich, dass viele verschiedene Pflanzenarten auf der Böschung wachsen. Die müssen aber eben auch Licht bekommen. Und das verhindert dieses Mulchpaket. Der nächste Frühsommer. Bestandsaufnahme. Haben die Archinoa-Maßnahmen bereits gewirkt? Die Artenschützer hoffen vor allem, den stark gefährdeten Storchschnabelbläuling, einen Schmetterling, zu finden. Der Sumpfstorchschnabel ist eine wichtige Wirtspflanze für den Storchschnabelbläuling, den wir im Projekt haben. Der legt ausschließlich darauf die Eier ab. Deshalb ist er eben jetzt hier sehr wertgebend für uns. Ich meine, nebenan ist das Mädesüß, ist auch für viele Insekten wahnsinnig wichtig. Da unten dieser Blutweiderich, dieser violette, der hier, der ist eben jetzt auch für uns wertgebend, weil es einfach eine Pflanze ist für viele verschiedene Insektenarten, die da einfach ihren Nektar beziehen von. Und nicht so toll ist, wenn man sich jetzt so einen groben Einblick verschafft, dass einfach ganz viel Gras da ist. Dichtes Gras behindert die Vielfalt. Ein eher noch mittelprächtiger Zustand des Bachufers. Und doch? Das ist der, den wir suchen. Ein Storchschnabelbläuling. Grundsätzlich ist es verboten, seltene Schmetterlinge zu fangen. Steffi Gansbühler und Michael Schneider haben eine Ausnahmegenehmigung der höheren Naturschutzbehörde, um die Tiere eindeutig bestimmen zu können. Und erfreulicherweise ist der Storchschnabelbläuling im Unterallgäu inzwischen wieder häufiger zu sehen. Ortswechsel. Das Pfaffenhauser Moos im letzten Jahr. Früher war hier alles verbuscht. Durch Auslichten ist wieder ein Dorado für Schmetterlinge des Archinoa-Projekts entstanden. Aber auch für andere Tiere. Ein Grünfrosch.
Durch das Projekt profitieren nicht nur die 14 Projektzielarten, sondern viele andere Arten auch. Küss ihn. Vielleicht wird es ein Prinz. Dein Prinz. Der Kuss muss warten. Schmetterlinge gehen vor. Das große Wiesenvögelchen wollen wir eben so unbedingt finden, weil das kommt nur noch zweimal im Landkreis vor. Aber es braucht vor allem Wollgräser und im Prinzip halt auch offene Strukturen. Ich hab eins. Das ist das große Wiesenvögelchen. Also es sind so, sagen wir mal, zwischen 5 und 10 Stück pro Begehung. Also es ist schon das Maximum, was wir jetzt hier finden. Und aber wenn es halt noch mal weniger wird, dann irgendwann weg ist, wäre halt wirklich schade drum. Das Ziel ist es einfach auch hier immer mehr die Flächen freizukriegen und freizuhalten. Hier versucht man einfach dieses Schilf zurückzudrängen, die Flächen wieder auszumagern und dadurch eben halt diese Vielfalt, die wir jetzt hier sehen, schon ganz gut zu erreichen. Das große Wiesenvögelchen war in ganz Bayern verbreitet. Heute ist der Schmetterling durch Entwässerung und Kultivierung von Mooren stark gefährdet. Einer noch größeren Rarität ist Steffi Gansbühler im Spätsommer auf der Spur. Der goldene Scheckenfalter kommt im Unterallgäu nur noch hier im Pfaffenhauser Moos vor. Die Weibchen heften ihre Eier ausschließlich an eine Pflanze, den gewöhnlichen Teufelsabbiss. Steffi Gansbühler markiert die Raupengespinste, damit sie Anfang Oktober nicht unter das Mähwerk geraten. Eine Slalomfahrt für die beauftragten Landwirte. Die Pflegemaßnahmen kommen dabei auch wieder Tieren außerhalb des Archenoa-Projekts zugute. Das sind die Wiesenbrüter. Wir haben versucht, Sichtachsen frei zu machen, weil die Wiesenbrüter eben um sich herum gerne freie Sicht haben wollen. Das Gelände ist schwierig. Deshalb haben die Landwirte ihre Maschinen in Eigenleistung für die Gegebenheiten einer Feuchtwiese umgebaut. Im Frühsommer darauf sucht Steffi Gansbühler im Pfaffenhauser Moos frisch geschlüpfte goldene Scheckenfalter. Letztes Jahr, da hat so viel geregnet. Ich hatte dann Sorge, dass es dann einfach doch nichts wird. Denn die Raupengespinste könnten verschimmelt sein. Ich hab einen. Für diesen kleinen Kerl haben sich die inzwischen 3 Jahre Archenoa-Projekt gelohnt. Super schönes Gefühl, weil ihm das ist das, für was man halt sich so einsetzt und arbeitet. Und es ist jedes Mal wieder eine Freude, wenn man so einen Falter dann sieht. Vielleicht fliegt der schöne Schmetterling durch das Projekt Archenoa in eine bessere Zukunft. Denn weitere goldene Scheckenfalterfunde zeigen, die Population im Pfaffenhauser Moos ist stabil.